So, nun hatte ich leider einen Posterplatz, der irgendwo in der Ecke war. Und mein spezielles Thema hat auf der Konferenz auch nicht wirklich viele Leute interessiert. Warum? Weil es eine Konferenz war von den verschiedenen, von Neutronen, Synchrotrons und Ionenstrahlen. Also alle vereinigt durch, wir haben Großgeräte. Wow, hat er viel Verteidigung. Großgeräte, wo wir halt irgendwas auf unsere Proben drauf schießen. Und da ist mein Themenbereich dann wirklich nur sehr, sehr klein und jetzt auch nicht so überwältigend geil. Das stimmt nicht, das ist schon sehr geil, aber hat die anderen nicht so sehr interessiert, weil halt sehr weit weg von dem ein Thema. Zudem, wie gesagt, irgendwo am Arsch der Welt mein Poster und das hat gut funktioniert. Möchte einer von euch beiden benannt werden? Disknife kriegt sie Michael jetzt die Chance, euch so zu zeigen, wie ihr wirklich seid. Große Stacheligel, die niemanden an sich ranlassen. Solltet ihr introvertiert sein, das weiß ich natürlich nicht. Aber sollte das der Fall sein, habt ihr jetzt die Chance, euch so nennen zu lassen. Und das sind ein paar ordentliche Level-Ups. Danke dafür. Ein Minen-Pokémon. Digimon, bitte. Completely immovable, this Digimon is as heavy and dense as solid lead. Ja, aber es ist leichter und gleichzeitig größer als die Seifenblase. I have several questions. Aber naja, gut, dann erzähle ich kurz weiter. Und das heißt, es kamen sehr, sehr wenig Leute zu mir. Zudem habe ich dann, also neben mir waren halt weibliche Wissenschaftlerinnen, die ihr Poster aufgehangen hatten. Und irgendwie haben sehr, sehr viele dieser teilweise älteren Männer sehr viel Zeit an dem Poster der Physikerinnen verbracht. Und bei mir ungefähr so viel Zeit verbracht, um den Namen von mir zu lesen, zu merken, dass er nicht weiblich ist und dann weiterzugehen. Ha, ich hatte da so eine Working Theory, ob da so ein bisschen Sexismus mit drin ist oder so ein bisschen, oh, da ist eine Frau, mit der will ich reden. Aber als dann am nächsten Tag eine Mitarbeiterin von mir vorgestellt hat und auch da niemand hingekommen ist, war das dann ein, okay, gut, unser Thema interessiert einfach keinen. Von mir aus. Das hat mich persönlich ein bisschen beruhigt, weil das andere wäre richtig scheiße gewesen. Nichtsdestotrotz hätte ich einfach an meine Posterwand gekackt und da Scheiße dran geschmiert, wären wahrscheinlich mehr Leute da gewesen und mehr Leute interessiert gewesen, was richtig hart belastend ist, weil ich mir scheiße viel Arbeit mit diesem verdammten Poster gemacht habe, was nun niemand sehen wird. Okay, hat sich keiner gemeldet, wunderbar, dann das hier wird ein Seeigel und dann ist gut. Nein, es wird kein SS-Igel. Danke, Spiel. Seeigel. So ähnlich wie Feuerriegel, nur halt als Alola-Form. Oh no. Das könnte ein harter Gegner werden. Vor allem, weil ich immer noch mein Metallbrot vorne habe. Das hat natürlich hart gesessen, war alles hart belastend. Deswegen der erste Abend auch richtig, richtig scheiße war. Und es hat nicht geholfen, dass das in Berlin war. Berlin hat schöne Ecken, bestimmt. Vor allem die Touristenviertel sind wunderschön, also wenn ihr so das Kanzleramt guckt, anschaust, das Bundesamt, selbst der Hauptbahnhof ist von außen richtig cool, dann hast du da diesen Fluss durch, alles schön, alles super, aber da wo ich war, also außerhalb davon, ich weiß nicht, ob es überall ist, aber da wo ich war, war Berlin einfach scheiße. Berlin hatte so dieses, kann daran liegen, dass ich mich scheiße gefühlt habe, aber Berlin hatte dieses, mir das Gefühl ausgelöst, wenn ich ein bisschen zu sehr lächle, schlägt mir die Stadt ins Gesicht. Da kann man sich nicht wirklich entspannen beim entspannten Spaziergang. Du hast entweder alles dunkel oder viel zu viel Licht in deinem Gesicht. Die Gebäude sind so nah an dir dran und so groß, du kannst den Himmel nicht sehen. Ich wusste, es ist Mondschein, cool, ein bisschen Mond gucken. Nee, überhaupt nicht. Scheiß Fassade in meinem Gesicht gucken überall. Und es ist belastend. Selbst diese scheiß U-Bahn-Züge haben in ihren Fensterscheiben Brandenburger Tore in alle Richtungen ausgerichtet, dass es aussieht, als wenn es da reingeritzt wäre. Damit du ja keine Sekunde hast, um runterzukommen, sondern alles wild hin und her fuchtelt und schnell ist runter. Ah! Mein Gefühl von Berlin. Vielleicht auch durch den Tag, weil ich halt wirklich hart genervt war. Am nächsten Tag bin ich halt im Touristenviertel spazieren gegangen. Das war wesentlich entspannter. Aber na gut. Vor allem diese U-Bahnen, kurz noch aufregen, die bleiben ja nicht mehr stehen. Da gehen die scheiß Türen auf, während die U-Bahn sich noch bewegt, damit du so eine Actionrolle rausmachen kannst oder
schon mal Momentum hast, um deinen nächsten Zug zu kriegen? Ich weiß es nicht. Wer auf die Idee kam, bei fahrenden Zügen die Türen aufmachen zu lassen. So, was? Hier in Leipzig. Ich war ja dann anschließend wieder in Leipzig. War es fast schon ein bisschen zu langsam, weil hast du seine Bahn, dann wird die langsamer, dann hält die, dann machst du beep, 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 dann gehen die Türen auf, zu einsteigen, aussteigen. Beep, 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 dann gehen die Türen wieder zu. Dann steht die Bahn dann meistens noch so 5 Minuten an der Haltestelle. Der Nichtschaffner, aber Bahnfahrer ist noch kurz so ein bisschen von seinen Brötchen und dann geht's los. Und Berlin so, zack, Türen auf, keiner ausgestiegen, zack, weiter geht's. Während die Türen noch zu offen sind, wird wieder losgefahren. Und dann wieder zack, zu und ich so, Alter, chill, chill. Nicht meins, überhaupt nicht meins. Ich werde wahrscheinlich nie nach Berlin ziehen. What the fucking shit. Oh, Pepper Breath. Wir kriegen einen Agumon. Nice. So, Baby Flame 40, Main Flicks Burn. Pepper Breath spits out Fireball. Hat keinen Burn. Weswegen ich das, den Growl, glaube ich, mal rausnehme. Smokescreen kann immer noch ziemlich nice sein, weil Genauigkeit senken kann man mal gebrauchen. So. Genug über Berlin aufgeregt. Am zweiten Tag wurde es dann nicht viel besser. Also, es war immer noch alles unglaublich anstrengend. Es war alles viel. Ganz kurz, Booster-Session von mir noch mit. Wie gesagt, meine, die Wissenschaftlerins Nachbarin, die da alle irgendwie Poster hatten, wurden sehr, sehr häufig von Männern angesprochen. Und ich dafür umgekehrt von 1, 2 Frauen, die herumgelaufen sind, und von meinen beiden Poster-Nachbarins Nachbarn. Was für mich so der letzte Strang Hoffnung war, dass man doch was Gutes mitnehmen kann. So, zweiter Tag war wie gesagt auch nicht viel besser. Am Abend gab es auch Berliner, sprich ruhig weiter. Ich meine, wenn man da vielleicht wach geworden ist oder das so kennt, ist das vielleicht okay. Aber ich brauche einfach Ruhe. Also wenn meine Umgebung keine Ruhe ausstrahlt, komme ich nicht zur Ruhe und bin wie so ein kleiner hektischer Flummi, der hin und her balanciert. Ich meine, du kennst mich im Let's Play. Im Let's Play kann ich so sein, weil das ist eine hektische Umgebung für mich. Da ist halt da ein Chat, dort ein Chat, da ist ein Spiel, was läuft, wo ich weiter erzählen muss. Und hier in meinem Kopf ganz viel was passiert und nichts, was mich anstrahlt. Das ist so für mich die Situation von Hektik, 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 Hektik. Mit der Ausnahme von Fire Emblem, was das so ein bisschen runtergebracht hat. Aber das ist okay. Ab und zu ist halt einfach so Adrenalin was Schönes. Aber 24-7, das halte ich nicht aus. Wie gesagt, das kann komplett anders sein, wenn du in Berlin groß geworden bist oder dich da wohlfühlst. Dann ist das wunderbar okay für mich. Aber ich gehe kaputt. In den 3 Tagen bin ich da sowas von kaputt gegangen, das glaubst du nicht. Irgendwann habe ich gute Plätze gefunden, wo ich mir dachte, hier ist schön, kannst du bleiben. Das heißt, Berlin hat definitiv auch schöne Orte. Aber da, wo ich war, das war in der Nähe vom Zoo, also hier Berlin Zoo. Das war scheiße. Aber es kann auch einfach nur, wie gesagt, meine subjektive Meinung sein, weil ich einfach richtig kacke mich in dem Moment gefühlt habe. Das kann sehr gut sein. Okay, wir werden übrigens hier noch ein bisschen trainieren. Vor allen Dingen unser Wasser-Digimon, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse. Weil der erste Arena-Leiter wirklich scheiße hart ist und wir jedenfalls jetzt beim ersten Mal direkt sterben. Was nicht geil wäre, weil ich gerne daran vorbeikommen würde. Und ich habe in dem Moment, wo ich mein Argument bekommen habe, gesagt, dass das eine dumme Idee war. Und ihr werdet dann gleich sehen, wieso. Und der Satz auf Level 11 ist nicht hoch genug, der muss Level 17 werden, damit wir einen Hauch einer Chance haben. Aber gut, das Coole ist, wenn du hier Digimon austauschst im Kampf, kriegen trotzdem beide die volle Erfahrungspunkte. Was wahrscheinlich ein Bug ist, aber zum Trainieren echt wirklich gut ist. Okay, das haben wir. Berlin erzählt, genau 2 Tage war genauso anstrengend. Abends hatten wir ein Conference-Dinner und da waren wir am Zippy am Kanzleramt. Und das ist ja mal mega schön. Also ich hatte, glücklicherweise bin ich da reingegangen, während alle anderen noch draußen standen, so vom Essen, was es noch nicht gab, weil, naja, halt Buffet noch nicht eröffnet war. Und da bin ich schon mal reingegangen. Und da funkelt alles, glitzert alles, wunderschöne Deko. Die hatten die Bilder, die da drin rumhängen beim Tippi am Kanzleramt, ersetzt mit Physikerbildern von Bessie, was das Großgerät dort in Berlin ist. Sehr witzig, cool gemacht und das war so ein, boah, das ist geil. Das hat so ein bisschen dann die
Hoffnung, dass Berlin ganz cool ist oder coole Seiten hat auch wieder mit geändert. Und ich glaube, es ist in vielen Städten so. Du musst einfach wissen, wo du hingehen musst. Also, das war bei Dresden bei mir genauso. Dresden sah richtig scheiße aus. Du kommst aus diesem Hauptbahnhof raus und ich hasse es hier. Und dann gehst du weiter und siehst die Altstadt und denkst dir, boah, ist das geil! Wenn du die Schlösser und so da hast und von Schloss zu Schloss zu Schloss gucken kannst, dann kannst du da spazieren gehen und, boah, ist das geil. Aber an eurer Innenstadt Dresden am Hauptbahnhof müsst ihr noch arbeiten. Das geht besser. Deswegen ist es, glaube ich, an vielen Stellen so, wenn du halt weißt, wo du hingehen musst, wo du gucken musst, ist es ganz cool. Und logischerweise in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, weiß ich, wo es schöne Orte gibt. Man findet wahrscheinlich auch einfach mehr schön, weil ich halt damit groß geworden bin. So. Nice. Erstmal einschlafen. Das ist ein guter Plan. 0815 Protagonist. Schlafen ist immer gut. Das ist, wie man aus jedem Anime weiß, die geheime Option, um stärker zu werden. Und bam. Critical Hit. Sag ich doch. Easy stärker geworden. Alles wie geplant. Okay. Karen. Erstmal Karen wegbrennen. Das ist ein guter Plan. Die Welt wird's mir danken. Genau. Das haben wir. Das ist erledigt. Beim Conference habe ich dann bis meiner Chefin darüber geredet, dass ich halt mich echt nicht wohl gefühlt habe. Bei der kompletten Konferenz. Und das ist alles. Es war so unangenehm, dass ich sogar teilweise daran gezweifelt habe, ob Physik wirklich das Richtige für mich ist. Also wirklich richtig, richtig hart daran gezweifelt. So, bin ich überhaupt schlau genug, Physiker zu sein? Habe ich ein bisschen mit den Leuten da verglichen, die halt so aussehen, wenn die alles verstanden hätten. Gut, die waren auch so 40 bis 60, also 20 Jahre in der Physik drin. Und da ist man logischerweise weiter als ich. Das heißt, der Vergleich war auch so ein bisschen unfair für mich. Aber trotzdem so ein, will ich das alles? Will ich so viel Zeit rein investieren? Und das war auch diese Reaktion. Ich hatte halt 10 Stunden lang, also okay, 8 Stunden an dem Tag schon Physik gemacht auf der Konferenz, am letzten Tag schon 11 Stunden Physik gemacht und dann gehen wir da zur Conference hin und ich denke mir so, boah, müssen wir wieder über Physik reden, noch mehr Physik, das muss doch gar nicht sein. Und ich war sehr erfreut, dass wir einfach über random Shit geredet haben, was ganz gut war, aber mein Mitarbeiter meinte halt, oh, ich würde mich schon ganz gerne mit den Leuten über Physik unterhalten und so, wo ich so dachte, vielleicht bin ich doch nicht so sehr Physiker, wie ich gern sein wollen würde. Und vielleicht ist das doch nicht das Richtige für mich. Muss ich mal schauen. Also wirklich Existenzkrise bekommen. Und weil die Konferenz so kacke war für mich, weil ich es wenig verstanden habe. Da habe ich mit meiner Chefin geredet und die meinte, ja nee, ich verstehe auch nicht alles. Und also, teilweise auch einfach die Vortragenden so kacke, dass du es halt nicht wirklich mitbekommen kannst. Und du kannst auch gar nicht alles wissen. Das sind drei grundlegend verschiedene nicht grundlegend verschiedene, aber schon stark verschiedene Messmethoden und da alles sofort mitzukriegen, ist echt anstrengend. Du musst so die Grunddinge mitkriegen, die Gruppe macht das und die macht das. Und wir sind eigentlich eh nur da, um Gesicht zu zeigen und neue Verbindungen zu knüpfen, weil ich habe jetzt mit dem geredet und da kriegen wir jetzt von da Proben und das wäre ganz cool damit. Und das war für mich so ein kompletter Perspektiven-Shift, so, ah, okay, gut, das ist das eigentlich hier und darum geht es eigentlich. Und eigentlich müssen wir auch nur hier sein, damit wir mehr Geld bekommen. Und das war dann eigentlich schon ganz cool. Und dann habe ich am letzten Tag das so angewandt und dann war das auch alles entspannter. Es war immer noch nicht absolut super, weil ich immer noch so ein bisschen wackelig war im Gehirn, was so meinen mentalen Zustand anging. Aber es war überlebbar und ganz okay. So, das war dann alles schön. Und danach am Ende gab es halt noch so einen Ausflug zum Bessi. Wie gesagt, das Großgerät in Berlin. Und da war es für mich so ein, okay, gut, ich weiß immer noch nicht, ob das das Richtige ist für mich oder nicht. Wenn ich jetzt da hingehe und da mir denke, okay, gut, das sind einfach alles nur irgendwie Kabel und Röhren, hä? Dann ist Physik wahrscheinlich wirklich nicht das Richtige für mich. Aber wenn ich hingehe und halt denke, boah, das ist cool hier, dann bin ich doch richtig, aber mein Thema ist vielleicht einfach nur doof. Dann habe ich mir zum Bessi gegangen, war da, Raum betreten, dachte mir so, boah, ist das geil! Und das sieht super aus! Und das ist witzig! Oh, darauf habe ich Bock! Und das will ich mal ausprobieren! Und dann irgendwie so nach 10 Minuten, fuck! Physik ist doch das Richtige für mich! Das war der Moment, den ich da hatte. Das heißt, zumindest konnte die Konferenz am Ende alles wieder gerade biegen. Das ist doch schon mal ganz schön. Um mal die positive Sache damit rauszukriegen. Was voll witzig war, ich bin ja sehr häufig am DESI, das ist das Großgerät in Hamburg. Und wenn ich zur Dienstreise bin, und dort hast du halt deinen Messaufbau und der ist halt wirklich
fest verankert in einer großen Betonbox, dass da ja keine Strahlung rauskommt. Also es ist so, wenn da drin irgendwie was arbeitet, darfst du da nicht reingehen, weil du könntest verstrahlt werden. Ganz ungünstig für dich. So schön verstrahlt. Erklärt viele meiner Eigenschaften und erklärt mich im Allgemeinen. Ich weiß, danke für den Kommentar. Nichtsdestotrotz, dann kam ich dann dort zum Bessie und die arbeitet mit wesentlich geringeren Energien außerhalb, also bei den Messaufbauten. Deswegen, dass da halt nicht groß eingemauert ist, sondern diese Röhren da frei rumhängen und man sie halt von außen sehen kann und auch alle verschiedenen Messaufbauten überblicken kann. Was schon mal sehr komisch ist für jemanden, der so gelernt hat, wenn da irgendjemand arbeitet, musst du Abstand halten und am besten drei Betonmauern neben dich legen. Aber erstmal ganz witzig. Und es gab eine Abschirmung. Und zwar diese Abschirmung war jede Menge Klebeband und jede Menge Aluminiumfolie. Also wirklich, diese komplette Messaufbauten, lange Röhren mit Dinger, die rauskommen und überall Aluminium, Aluminium, Alufolie, 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 so, what the fuck? Und überall waren so ein paar kleine Container mit Alufolie, die halt so hochgeschichtet war, falls du ein bisschen was dran bauen willst und mehr Alufolie brauchst. Das war sehr, sehr witzig. Das war sehr cool. Da wurden so verschiedene Dinge erzählt, wie die haben gearbeitet und die arbeiten an sehr, sehr viel Raumfahrtszeug, was da gemessen wird und so weiter und so fort, was wirklich cool war zu hören. Und was sie auch noch mit dran gearbeitet haben, 2019 hat man ja die SI-Einheiten, also sowas wie Kilogramm und so weiter und so fort, halt neu definiert. Und da haben die halt unter anderem den Masseblock aus SI, aus C. Damit, aus einem Material, was ich vergessen habe, irgendwas auch mit SI, Silizium, glaube ich. Irgendein Metall. Halt vermessen. Also ein großer, unglaublich glatter, runder Ball aus einem Metall, wo du halt dann messen kannst, wie groß der ist. Dann weißt du, wie viele Atome da drin sind, weil du weißt, wie das ganze Ding gebaut ist. Und dann weißt du, okay, gut, das ist halt ein Kilogramm, weil da so und so viele Atome drin sind. Und dann hast du dein Kilogramm definiert als Einheit über so und so viele Atome oder die Masse. So und so viel, die Masse eines Siliziumatoms ist dann ein Kilogramm. Und um das genau zu messen, musst du natürlich schauen, okay, gut, dein Metallklotz ist logischerweise außenrum oxidiert. Das halt also mit Sauerstoff reagiert und dann musst du messen, wie viel davon ist Sauerstoff außenrum, damit du weißt, okay, gut, wir haben da zwar Silizium als Metall drin, aber plus den Sauerstoff oder minus den Sauerstoff, damit dein Kilogramm halt nicht falsch ist. Und das ist ein großer runder Ball, was aber die Frage ist, warum Ball? Du brauchst ein Volumen. Da hast du doch irgendwie Pi mit drin, das ist doch Kacke. Und kann man das überhaupt so gut messen? Und warum Kugel? Und es wird wohl regelmäßig gefragt, die Typen da. Der Grund ist, wenn du einen Block nimmst, wenn du so ein Viereck hast, kannst du, so ein Quader, kannst du halt sehr, sehr gut das Volumen bestimmen. Aber du wirst niemals absolut spitze Ecken hinbekommen. An den Rändern wirst du immer irgendwie Atome abschneiden und ein paar Kreiden raus. Und du kannst das nicht so genau machen, wie dass du das Volumen der Kugel misst. Weswegen du dich für Kugel entschieden hast und nicht für Block. Was auch cool zu wissen war. Und das war einfach alles sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte wieder Bock auf Physik. Mein Leben war gerettet. Gratulation, zurück in die Kommentare. Das dachte ich mir bei meinem Bewerbungsgespräch auch. Oh nein, wo bin ich vielleicht abgebogen? Alles scheiße. Frisch aus dem Azubi-Sein raus und dann so, ja, was können Sie? Ich so, also, Rechner, piep, boop machen lassen. Ja genau, SI-Silizium, genau. Kugeln sind halt die fast perfekte Form. Ist halt einfach rund. Und wenn du dir diese runde Kugel anguckst und du einfach reinguckst und dich perfekt spiegelst, oh, das ist so geil. Und du weißt, es ist einfach perfekt rund. Und dann noch einige andere Dinge, die da physikalisch ganz cool waren und was man da so gemacht hat. Und das war schon cool mitzukriegen, muss man mal so sagen, wie es ist.